So, wir freuen uns jetzt, Lessa von der Initiative Familienleben für alle anzukündigen. Hallo Leute, ich bin Nisa Lava von dem Initiative Familienleben für alle. Wir sind hier eine Gruppe für Geflüchteten mit subsidiärem Schutz und anderen MenschenrechtsaktivistInnen. Wir kämpfen dafür, dass Menschenrecht und Grundrecht für alle gelten. Ich möchte euch berichten, was das deutsche Grenzregime für uns und für unsere Familien bedeutet. Gestern hat die Bundesrat dem Flüchtlingsnachzug New Regelung Gesetz zugestimmt. Das Gesetz schafft das Grundrecht auf Familienleben für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz ab. Statt dem Recht auf Familien zusammen in Führung soll es ab 1. August eine Regelung für sogenannte humanitäre Fälle geben. Aus ungefähr 60.000 Familienangehörigen von subsidiärer Schützen Geflüchteten sollen 1.000 pro Monat ausgefallen werden, bis einreisen dürfen. Das neue Gesetz macht Visumverfahren zu einem Wettbewerb und Glücksspiel mit dem schlechten Gewinnchancen der Zufall und Behörden werden darüber entscheiden, wie es zu einem glücklichen 1.000 gehört. Dadurch werden 1.000 von Kindern ohne ihre Eltern aufwachsen müssen und Ehepaar dauerhaft getrennt. Wir sind wütend, dass in Deutschland ein Gesetz in Kraft treten wird, das Gegensatz zu Artikel 6 dem Grundrecht auf Ehe und Familienleben steht. Und dies sollte euch auch wütend machen, denn unser Problem ist auch, denn unser Problem ist auch euer Problem. Es ist und eure Verfassung, eure Grundgesetz. Wenn heute Grundrecht nicht mehr für Flüchtlinge gelten, sind morgen andere dran. Ihr alle seid Wenn heute Grundrecht nicht mehr für Flüchtlinge gelten, sind morgen anderen dran. Ihr alle seid verantwortlich für das, was in Deutschland passiert. Wir sind sehr froh darüber, dass ihr heute alle auf der Straße seid und euch vor sicherer Fluchtweg entsetzt. Bitte denken daran, dass Familiennachzug bisher der einzige sichere Fluchtweg ist und engagiert euch auch vor dem Familiennachzug. Bitte denken daran, dass Visumverfahren ein grausamer Teil des deutschen Menschen verachtenden Grenzregime sind. Unsere Familien haben die Recht auf Schutz. Unsere Familien haben das Recht auf Schutz. Denn Verfolgung und Gewalt richtet sich fest nie nur gegen ein Familienmitglied. Deshalb gibt es im deutschen Asylrecht das Recht auf Familienasyl. Jedenfalls steht es so immer noch gesetzt. Unsere Familien leben in Kriegsgebieten oder unter menschenunwürdigen Bedingungen, in Opferlagen oder auf der Straße. Ob in Syrien, ob in Libanon, in der Türkei
oder Jordanien. Ein normales Leben ist nirgendwo für sie möglich. Jede Einschränkung, das Familiennachzug spielt mit dem Leben unserer Familien. Viele von ihnen werden nun versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, weil sie nicht emigriert und vor allem auch nicht ohne ihre Familie leben können. Deshalb werden wir weiter vor unserer Familiennachzug kämpfen. Dabei brauchen wir eure Solidarität. Wir sind davon überzeugt, wir Refugees Welcome sagen, muss auch Familien Welcome sagen. Say it loud, say it clear, Familien are welcome here. Say it loud, say it clear, Familien are welcome here. Danke, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank dafür.